gerade in der Karlstraße in Neu-Ulm in einer WG und hier wohnen zwei Informatikstudenten und eine Informatikstudentin. Und ich selbst studiere Medieninformatik. Ich schreibe gerade meine Diplomarbeit ja in dem Bereich Cloud Computing und Webtechnologien. Also ganz genau daran erinnern kann ich mich nicht. Ich weiß nur, dass es so Ende der 90er Jahre war. Ich glaube, es fing eher an mit irgendwie die ersten E-Mails schreiben und die ersten Chatrooms sehen und war alles sehr neu und ungewohnt. Ich glaube, das war von irgendeinem lokalen Radiosender was ganz Komisches, für das ich mich heute eher schämen würde. Ich glaube, das ist gar nicht so lang her. Ich habe vor kurzem das Zimmer bei meinen Eltern ausgemistet und habe da einige Videokassetten gefunden und habe dann auch noch einen Videorekorder gefunden und habe dann doch mal wissen wollen, was da drauf war. Irgendwelche alten Star Trek-Folgen. Ich bin auf Facebook angemeldet, weil ein Großteil meines privaten Umfeldes dort auch angemeldet ist und das eigentlich die Plattform ist, wo die meisten Leute anzutreffen sind aus dem privaten Umfeld für mich. Xing benutze ich eher weniger, weil ich derzeit irgendwie noch nicht aktiv auf Jobsuche bin und deswegen ist es für mich eigentlich auch noch nicht so relevant. Also aktiv bin ich auf Twitter, Facebook, Google Plus und dann würde ich noch vielleicht GitHub nennen. Fangen wir vielleicht mal an. Also Twitter finde ich interessant, weil es ja eine Möglichkeit ist, verschiedene Dinge so zu berichten aus dem Alltag, die vielleicht für andere Leute auch interessant sein könnten. Auf der anderen Seite kann ich auch von vielen anderen Leuten, die ich jetzt vielleicht nicht direkt in meinem privaten Umfeld habe, Dinge erfahren. Facebook ist da doch eher auf das private Umfeld beschränkt. Google Plus ist da nicht viel anders, mit der einzigen Ausnahme, dass da leider noch nicht ganz so viele Leute unterwegs sind und dass da vielleicht auch die Leute eher ein bisschen technisch orientiert sind bisher. GitHub ist eine Seite, da geht es um Softwareprojekte, Open-Source-Projekte und es ist eigentlich ein soziales Netzwerk für den Bereich. Neben den Webseiten mache ich noch an einem Blog mit, und zwar ioexception.de. Das ist ein Blog von verschiedenen Informatikstudenten der Uni Ulm und wir bloggen da einfach über Nerdkram. Früher hatte ich noch einen eigenen Blog, mittlerweile ist aber nur eine kleine Seite, weil ich einfach irgendwie nicht mehr so viel Zeit finde, da regelmäßiger was zu veröffentlichen. Auf dem eigenen Blog von mir waren unter anderem sehr, sehr viele Fotos von Schuhen, gemischt mit irgendwelchen technischen Artikeln. Jetzt habe ich geguckt, dass ich das ein bisschen separiere. Naja, manche Leute sammeln Briefmarken und die Briefmarken kann man dann irgendwann auf die Briefe kleben und nutzen. Ich sammle halt Schuhe, fotografiere die und die Schuhe kann man irgendwann dann auch mal anziehen. Also früher habe ich klassischerweise immer Windows benutzt, mittlerweile benutze ich eigentlich ausschließlich Linux, weil es einfach für viele Sachen im Informatikbereich praktischer ist, da selber ein bisschen genauer zu wissen, was da passiert und auch selber da irgendwie ein bisschen was machen zu können. Also ich fände es ja interessant, wenn du das Projekt nochmal wiederholen würdest, allerdings nur über Xing, aber die Leute dazu zwingen müsstest, dass sie es nicht für ihre eigene Werbung nutzen könnten. Ich glaube, wenn du das auf Xing beschränkst, wird es, glaube ich, etwas interessanter werden.